Oh, es ging über die Lehrer. Oh. Die Lehrer. Der Lehrerberuf ist ein unheimlicher Job. Die Schüler werden geprüft, geübt, beaufsichtigt und manchmal auserkoren. Um die Lehrer zu werden, muss man zuerst die Fahrschule machen, dann die Stirne runzeln. Manche Schüler haben so fürchterliche Angst, es zittern ihnen nur so die Knie. Die Lehrer wissen alles. Sie sind unglaublich unfehlbar. Manche Schüler singen die erste Stimme, manche die zweite, manche die fünfte. Die Lehrerinnen haben eine höfliche Niedertracht und radieren die Hefte aus, dass sie blitz und blank sind. Ein sauberes Heft ist eine Erfüllung für den Geist. Die Lehrer sind von den Landeshauptmännern berufen, aus den Schülern Menschen zu machen. Die Lehrer lenken die Gedanken im Kopf herum, dass es nur so rauscht. Manche Lehrer sind Büschlinge, Knallköpfe. Jesus hat gesagt, du sollst kein falsches Zeugnis machen. Die Schüler müssen aufspringen und guten Morgen durch die Klasse heulen. Bei den Ohren geht's hinein, bei den Ohren geht's hinaus. Das ist der Lebenslauf. Sehr gut. Sehr gut. Georg Paul Michel, 30 Jahre alt, aus Brat, im oberen Finchgau in Südtirol. Georg ist ein sogenannter geistig Behinderter. Georg malt seit früher Jugend. Mit 20 Jahren beginnt er, zusammen mit seinem Betreuer Dietmar Raffainer, im Behindertenzentrum Geschichten und Texte zu schreiben. Winterkälte herrscht in den Dälen. Jeder Busch und jedes Leben erfriert zu Eise. Autos bleiben stehen und geben den Geist auf. Fußgänger verhüllen ihren Körper mit warmen Kleidungen. Die Kälte lässt sich durch niemanden verjagen. Wehe denen, die schlecht beheimatet sind. Sie werden die Kälte unerbittlich spüren. Rinnende Wasser gefrieren über die Flussdämme hinaus. Ja, manchmal bietet uns auch die Natur ihre Stirn. Ja, ich bin der Vater von Georg. Und als Vater haben wir uns, wie wir festgestellt haben, dass der Georg behindert ist, haben wir uns von klein auf immer sehr, sehr große Sorgen um ihn gemacht und haben versucht, diesen Zustand so weit als möglich zu verbessern. Und glücklicherweise habe ich selber und meine Frau und auch die ältere Schwester von Georg, haben wir verhältnismäßig viel Zeit gehabt, damit wir uns
ihm haben mehr viel widmen können und ihn gut betreuen haben können. Und ich kann mich erinnern, als Kleinkind habe ich ihm immer, wir haben so Bilderbücher gekauft, und da habe ich ihm die Geschichten, die Bildgeschichten, die habe ich ihm, wenn ich frei gehabt habe, ist er immer mit den Büchern gekommen, und da habe ich ihm die immer wieder erzählen müssen, und da hat er aufmerksam zugehorcht. Ich habe zuerst nie gewusst, versteht er das alles schon? Schon so mit 2, 2,5 und 3 Jahren. Aber er war so fasziniert dabei, und immer wieder haben wir dann neue Bücher gekauft, und er hat sich so für die Sachen ganz besonders interessiert. Georg muss in einer Sonderschule für geistig Behinderte in Vorarlberg untergebracht werden. 7 Jahre bleibt er dort. Georg beschreibt seinen Schullebenslauf. Dann bin ich in ein Heim nach Vorarlberg gekommen. Die Klosterfrauen sind zu streng mit mir gewesen. Sie haben einen mit einem Stecken auf die Hände geschlagen. Schlagen ist eine Sünde. Und dann, wie er dann 15 Jahre alt war, dann ist er dann hier geblieben und hat noch in Malz, in einem Nachbardorf von Prat, hat er die Sonderschule noch 2 Jahre besucht. Und da hat er dann vor allem seine Lesekenntnisse weiter ausgebaut, und schon die künstlerischen Tätigkeiten hat die Lehrerin mit ihm gezeichnet, modelliert und so Handarbeiten gemacht. Und wie er dann, und dort hat er dann die Volksschule, die Pflichtschule abgeschlossen, die 5-jährige. Nachher bin ich in die Werkstatt gekommen. In der Werkstatt gefällt es mir sehr gut. In der Werkstatt bin ich ein Dichter. Dichter sein ist ein feiner Beruf. In der Werkstatt sind alles Behinderte. Ich bin nicht behindert. Ich kann reden. Geht's wieder? Na ja. Was darf mich beim Friedhof noch interessieren? Und nachher haben wir noch einen behindert. Wie? Die zwei Totengräber. Hat er gesagt, ich komme auch einmal da, die zwei Totengräber. Hat er zu dir gesagt? Oh Gott, der lebt nicht mehr, Mann, der Toten. Ah ja, genau. Sie haben sind vorher zwei Buben gestorben. Die sind tödlich verunglückt. Ah ja. Und so, dir hat gesagt, du kommst auch mal da. Und ich habe gleich ein Auto. Schön. Ach Gott, ich habe nie verstanden, was du sagst. Passt dir nicht, dass du einmal durchkommst? Nein. Ja? Und zu dir, was hat er zu dir gesagt? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Mhm. Aber ich weiß noch, dass er sagt, dass du da durchkommst. Ja. Hat mir schlecht drin geschaut. Ja. Hat er nicht passt. Gell? Nein. Aber jetzt ist er nicht mehr. Der Datengräber, weil der ist schon noch. Ja, das ist nicht. Jetzt mal, wenn einer stirbt, muss er wieder ausschöpfen. Naja. Das grob. Schreib mir nur einen Schlusssatz. Nur einen Schlusssatz. Nebel. Der Herbstnebel kommt angeschwollen. Der Herbstnebel verkürzt die Landschaft. Die Blicke verschwinden im Nebeldunst. Die graue Landschaft drückt einen aufs Gemüt. Hinter dem Nebel versteckt sich die Sonne und vollends den ganzen Tag. Gegen den Nebel kann man nichts machen. Man muss
ihn seinen Lauf lassen. Behindertenzentrum in Prat ist eine außergewöhnliche Werkstatt. Wichtig ist dort nicht nur das Erlernen handwerklicher Fertigkeiten, es geht hier um Selbstfindung, um die Entwicklung der Persönlichkeit ohne Leistungsdruck, also um das Lebensglück der Einzelnen. Vielleicht, wenn man über die Werkstätte Prat ohne reden, dann muss man einmal vorausschicken, dass Prat einfach verwaltungstechnisch und organisatorisch am Rande liegt. Es liegt ganz im Westen des Landes Südtirols. Das heißt, dass die Anweisungen und die Anordnungen abstrakter Schreibtischmächte einfach auslaufen. Wir kommen immer ganz hin nach Prat. Und das ist, denke ich, ein wahnsinniger Vorteil für unsere Werkstatt da. Wir sind nicht andauernd und permanent konfrontiert mit irgendwelcher vorgefassenen pädagogischen Entwürfen, die in Bozen oder in Meran an irgendwelchen Schreibtischen entstehen, sondern wir haben einfach den Weg freier, irgendwo selber ein bisschen bestimmen zu können, was wir so wollen und was wir vorhaben. Bei uns ist es üblich, dass zum Beispiel die Leute ins Dorf gehen können, wenn sie wollen. Sie müssen nicht fragen, darf ich heute, kann ich heute. Sie müssen sich nicht nach irgendwelchem Plan richten, nach irgendwelchem Stundenplan richten, der ganz genau vorsieht, wenn die Pause ist und wenn die Pause nicht ist oder wenn Mittagessen ist und wenn nicht Mittagessen ist. Also sie können frei, sind ja alle zusammen zwischen der 30, 40, 50 Jahren, sie können frei entscheiden, wenn sie das Bedürfnis haben, auf den Markt zu gehen, wenn sie das Bedürfnis haben, jemanden zu besuchen. Ja, komm mal her. Das kann durchaus zum Beispiel auch schon Vormittag sein. Sie sagen, wir sind eigentlich mehr oder weniger niemand Rechenschaft schuldig für ihr Tun und Lassen. Ja, der schon. Nein. 15, 20, 30, 40. 50. Danke vielmals. Bitte. Danke. Natürlich ist die Gefahr da, dass wenn Leute allein ins Dorf fahren, dass sie eventuell unter das Auto kommen, dass sie mit dem Radl fliegen. Aber ich glaube, wenn man in so ein Leben kein Risiko eingeht, nachher, oder man verhindert jedes Risiko von vorne herein, dann muss man an jeden Menschen in die Glaskasten stellen. Also die Arbeit in der Werkstatt, die soll man tatsächlich nicht als Arbeit bezeichnen, sondern mehr einfach als Tätigkeit. Arbeit, das ist mir viel zu viel, das hat für mich viel zu viel negativen Beigeschmack. Zum Beispiel ist bei der Auschwitz-Tore auch drauf gestanden, Arbeit macht frei. Also ich mag von der Arbeitsideologie nicht viel wissen. Aber, und die sich auch da, die Leute selber, die da sein. Es gibt Leute, die jetzt arbeiten wollen, aber die wollen unter anderem viel, viel mehr noch, als wir allein arbeiten. Die haben ganz andere Vorstellungen noch von Leben und ich finde es einfach ungerecht und irgendwo gemein, wenn man ein Leben auf pure, stumpfsinnige Arbeitstätigkeiten reduziert. Es ist in der Werkstatt oft so, dass wenn drei Zuschauer da sind oder drei Leute, die von außen her in die Werkstatt kommen, die einen Engelwert besuchen oder einen Engelwert sehen, dass der Engelwert spontan anfängt, Theater zu spielen. Also dass der Umfang sich in Szene zu setzen, dass der Umfang sich über sein Theater, über seine theatralischen Mittel mitzuteilen. Und ich glaube, in dem Fall, wenn der Engelwert sich in Szene setzt, wenn er theatralisch wird, wenn er eben vor zwei Leuten spielt,
Nachher wird eben irgendetwas von Engel wird sichtbar. Und das ist sicherlich etwas, was in der Werkstatt öfters oder des Öfteren gefördert wird. Und das wird nicht gleich gefördert, das wird irgendwo unterstützt. So leid wie die Rosina, die werden viel zu viel versteckt hinter machseligen Fassaden. Aber wenn man die Rosina so sieht, wenn die anfangen so zu spielen, dann ist sie fast nicht mehr zu bremsen. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie anfangen zu spielen, wo sie anfangen Lieder zu singen mit Texten, die aus ihrem Leben kommen, aus ihrem Erfahrungsbereich kommen, nachher wird die Rosina zur Rosina. Dann fängt die Rosina an schön zu werden, dann fängt sie sich an mitzuteilen, wie sie wirklich ist. Also heint tut der Hubert Boden und er tut noch gern Boden, tut oft Boden. Er ist ein sehr eitler Mensch. Er schaut sich gerne im Spiegel an. Im Boot gibt es Möglichkeiten, sich selber im Spiegel anzuschauen, sich selber zu bewundern. Der Hubert hat im Boot eine narrative Wildheit lecker vor. Er wascht sich an, dass das Wasser direkt über die Bootwanne ausspritzt. Der Hubert singt nebenbei, hat nebenbei Musik gern. Der Hubert tanzt fast in der Badewanne drin. Also Huberts Boden, das findet so oft da statt. Und Boden kann er und Boden tut er, wenn er will. Also er hat völlig, in der Hinsicht völligen Freiraum, völlig freie Hand. Er kann also Boden, er kann sich in die Badewanne hineinsetzen, ganz nach Lust und Laune. Und das ist eines von den Prinzipien, die in der Werkstatt da ein bisschen zumindest ansatzweise zugelassen werden. Also, dass der Mensch dem nachgehen kann, was er unmittelbar an Lust und Laune verspürt. Mitten im manchmal lauten Betrieb der Werkstatt in Brat widmet sich Georg Paul Michel seinen stillen Lieblingsbeschäftigungen. Wenn er nicht malt, dann spielt er stundenlang Puzzle oder schreibt auf, was er erlebt hat. Dietmar Raffeiner hilft ihm dabei. In Reihe und Glied. In Reihe und Glied? Weiter. Sind die Leute zur Beerdigung beschritten? Thank you.
In feierlicher Trauer. In feierlicher Trauer? Weiter? Trauer. Mhm. Weiter? In feierlicher Trauer? Haben sie den Menschen begraben. Okay. Feierlicher Trauer. Die Leute sind in Trauer gehüllt. Gehüllt? Das ist auch schön. Hält mal den nächsten Satz, ja. Also schauen wir mal da. In feierlicher Trauer haben sie den Menschen bestattet. Also die Leute, hast du gesagt, sind in Trauer gehüllt. Gehüllt. Hast du vorher gesagt. Hat die Musikkapelle auch gespielt? Ja. Und was haben die gespielt? Wie haben die gespielt? Traurig. Traurige Weisen. Aha. Traurige Weisen. Aha. Haben sie? Für die Bevölkerung. Traurige Weisen für die Bevölkerung? Preisgewiesen. Preisgewiesen, schöner Satz. Traurige Weisen. Sehr gut, ja. Schöner Satz. Weisen. Kalt gewesen auf dem Friedhof. Weißt du, kann man das sagen? Klirrende? Kälte umhüllt die Trauergeiste. Genau. Klirrende Kälte. Die Totengräber haben den Sarg zugeschüttet. Bösen, die nicht vor Vater gehorchen, kommen ins Fegefeuer. Ewig müssen sie dann die Sünden reuen. Das Fegefeuer kann man die höllische Himmelschar brüllen hören. Im Himmel kann man mit den Engeln jubeln, dass es nur so eine Freude ist. Der Text ist jetzt ein Beispiel dafür, wie zum Beispiel Texte entstehen. Es ist ja so, dass der Georg, wenn er erzählt oder wenn er ein Thema abhandelt, meistens am Tag vorher die Geschichte erlebt hat und sie sozusagen ganz, ganz warm in die Werkstatt bringt und dort dann aufschreibt. Und heint umrimmer. Das ist eine Geschichte, das, was er gesehen hat, was er an Erfahrungen mitgebracht hat, die haben wir niedergeschrieben. Und ja, und die Geschichte ist eben Ausdruck dessen.
wie es eben meistens läuft, oder so man fast allem läuft, wenn wir eben Geschichten, Texte schreiben. Ich bin nicht behindert. Ich kann reden, ich kann alle Sprachen, ich kann schreiben und lesen. Ich kann überall gehen, gut, überall lesen. Oh, jetzt gehen wir noch zum Letzten. Das Letzte, allerletzte. Österreich, mitten in der Landschaft liegt Österreich. Die Österreicher sind ein sauberes Volk. In der Hauptstadt Wien laufen alle politischen Händler ein und aus. Von den Bergeshöhen lässt sich das Land überblicken. Die ORF-Kameramänner senden rund um die Uhr. Mozart hat in Österreich seine Laufbahn begonnen. Die Österreicher sind durchaus katholisch. Von den Meeresstränden ist Österreich nicht umhüllt. Die Österreicher haben Spitzenfußballer höchsten Ranges. Auf österreichischen Universitäten haben die Südler Studenten ihre Tummelplätze. Vom Kaiser Franz Josef blieb nur mehr der Kaiserschmarrn übrig. Sehr gut. Mir fällt auf bei Ihrem Dichten, dass Sie sehr oft Wortspiele haben oder Wortwitze, also dass Sie die Wörter beim Wort nehmen. Ist das einfach, kommt das auch so heraus oder haben Sie da bestimmte Vorarbeiten? Oder ich rede ja ein bisschen Hochdeutsch. Das ist eigentlich auffallend. Hochdeutsch ein bisschen. Falls es ja ein Kauf. Aber suchen Sie einen Witz oder steuern Sie auf einen Witz hin oder kommt der einfach von selber nach? Der kommt von der Laune. Der kommt von der Laune. So mit Kaiserschmarrn zum Beispiel. Das kommt ja, auch. Ja. Paul Michels erstes Buch Stramm gefegt war in kürzester Zeit vergriffen. Freunde Paul Michels, Volker Schönwiese und Werner Pirchner, regten eine zweite, erweiterte Auflage an. Ja, bei Literatur tut man sich ja sehr schwer als Verlag und Auflagenhöhen von verkauften Exemplaren, 300, 400, 500 Stück sind fast das Normale bei unbekannten Autoren. Und bei ihm haben wir auf Anhieb über 2000 verkaufte Exemplare. Das ist schon ein ganz schöner Erfolg und wir freuen uns alle sehr drüber. Ja. Mir fällt da die Glocke so schön. Lassen wir halt leiden.